läuft hart bei mir. So eine Pflanze, die kann nichts. Die Wolken kommen wieder viel zu schnell. Upsala, auch dem bin ich ausgewichen. Uhu, ich bin ein wahres Genius. Heute läuft's bei mir. Wahuhu. Das war auch wieder ein Auftrag, den ich cool finde. Besorg dir ein, zwei Teile, komm dann zu mir, Halleluja und tschüss. Sehr gut, solche Aufträge von mir aus nur noch. Aber diesmal nicht. Diesmal gehe ich hier rein. Pflichtbewusst, wie ich bin. Ja, ja, so bin ich. Zwar nicht immer, aber so ein bisschen. Beeilung. Yoshi, schnell zum Auftragsladen. Es gibt ja im ersten Teil einen Orden, dass dieser Wirbel... Meine Fresse. Dass dieser Wirbel von Mario, der kann sich damit so einem Wirbel fortbewegen, dass der schneller geht, beziehungsweise doppelt so lange hält. Der ist ziemlich cool. Diana, danke. Sowas bräuchte ich auch in diesem Teil, dass man schneller läuft. Nicht wie diese Kriechspur, voll unnecessary. Wie geht es dir, Mario? Ich bin's, Diana aus Düsterdorf. Danke, dass du einige meiner Erinnerungen mit mir geteilt hast. Du hast mir sehr geholfen. Ich kann zwar immer noch nicht vergessen, aber ich denke, dass die traurige Vergangenheit mit der glücklichen Gegenwart verbunden ist. Aber man darf nicht so viel nachdenken. Die Kinder spielen und sind gesund und ich habe jeden Tag viel Spaß mit ihnen. Wenn du in der Nähe bist, komm doch einfach vorbei. Die Kinder würden sich freuen, Diana. Ja, toll. Kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit drei Quälgeistern zu spielen. Nicht, dass ich was gegen Kinder habe, aber die Kinder von ihr sind wirklich Quälgeister. Komitee. Suche Kämpfer. Ich möchte unbedingt den großen Baum sehen und bin schon ganz in der Nähe. Aber es lauern so viele Gegner auf dem Weg, dass ich gar nicht vorankomme. Könnte sie jemand für mich bekämpfen? Ich warte im Wunderwald in der Nähe des großen Baumes. Ich möchte also den Auftrag vom Komitee übernehmen. Nein. Du möchtest den großen Baum unbedingt sehen und bist ganz in der Nähe. Das bedeutet, du bist bei dieser Röhre. Okay. Dann muss ich diesmal einen anderen Weg nehmen. Dann müssen wir einen Toad erwarten. Beziehungsweise erwartet ein Toad uns. Irgendwo. Da. Nun denn, wie dem auch sei, erstmal speichern. Wir haben nämlich jetzt schon jede Menge Scheiß geschafft, ohne dass wir gespeichert haben. Und ich traue diesem Spiel nach wie vor nicht. Nach dem ersten Absturzpart, direkt der erste, seitdem traue ich dem einfach nicht. Sicher ist sicher. Ich habe seitdem zwar keinen Absturz mehr gehabt, aber man kann ja nie sicher genug sein. So, dann gehen wir mal hier lang. Ach, wieder so ein Kamek. Ach du Kacke, jetzt haben die mich ausgetrickst, die Sacknasen. Die Sacknasen. Wuhu, und tschüss. So, was bist denn du? Ach, ist das so ein... Dein Angriff könnte eventuell daneben gehen, Orden. Den er hat. Ja, ist aber irgendwie jetzt nicht so eingeschlagen, ne? War doof. Ne, ist jetzt Wayne, da gehe ich jetzt erstmal kurz auf Kupio. Du machst mal bitte den Panzerstoß, dieses kleine Viech da nervt. So, du bist down, du bist voll unnecessary, dass die Kupatrouille überhaupt mit dir abhängt, ist die Frage. Wieso macht sie dies? Egal, soll mir Wayne sein, stört mich überhaupt gar nicht. Ach, da lag der Orden doch rum, den nehme ich doch mit, den Tu-mir-nichts-Orden. Ach, wenn Vorsicht geboten ist, ja, da ist ja eh Wayne, war es ja nicht. Ja, tschüss, ich bin dann mal weg. Hauste rein, Kamek, hauste rein. So, du bist ganz in der Nähe des Baumes. So, hier bist du jedenfalls nicht. Ich weiß nämlich nicht genau, wo der rumlungert hier. Der Toad oder die Toad oder wer auch immer. Ne, hier auch nicht. Habe ich den Splitter geholt? Ja. Hier kann man noch eine Platte aufschlagen. Ja, wo ich natürlich wieder drauf springe. So, ein Sternsplitter noch drinne. Dann müsste er sich ja hier befinden. Irgendwo. Wo bist du denn? Mein Gutester. Hier war... Ah, hier. Hallo. Oh, du kannst mir helfen? Habe ich ein Glück. Ich bin extra hierher gekommen, den großen Baum zu besichtigen. Aber ich traue mich nicht weiter, weil auf dem Weg dorthin lauter Gegner lauern. Wenn du die alle für mich bekämpfen könntest. Wir treffen uns dann, wenn du fertig bist. Ja, wie viele sind denn das?
komm raus. Triss einen auf den Backen, du. Du Bösewicht. Der andere kriegt jetzt auch noch einen Hammer. Das dürften wir mit Hammerschlägen eigentlich alles ganz locker geregelt bekommen. Hier zwei Leben hat er, wollte ich nicht mal ganz aufladen. Aber ein bisschen sollte ich schon aufladen. Naja, Kupio, regel du das mal bitte. Ach ja, klar, ich muss ja ganz aufladen, weil ich ja meinen Alles-Oder-Orden drin habe. Ach, logisch, deswegen habe ich keinen Damage gemacht. Ich dachte gerade, hey, es hätte doch trotzdem reichen müssen. Ah, 7 Schaden mache ich denn sonst, ich würde gerade sagen, irgendwie kann da was nicht stimmen. Das darf ich bloß im Duellkerker nicht vergessen, dass ich den immer aufladen muss. Sonst könnte das ein bisschen problematisch für mich werden. So. Ja, komm einfach vor meinen Hammer, unter meinen Hammer. Such dir was aus. Oh, wie langweilig ich doch bin. Scheiße, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, wie traurig, dass ich das nicht geschafft habe. Kupio regelt das mal eben in einem Wisch. Zewa wischen weg. Kupio wischt alles weg. Und tschüss. Ich bin ja der übelste Schleichwerbungsmacher hier. Ach, Wayne. Wen interessiert's? So, fertig. Alle down. Was, du hast es schon geschafft? Endlich kann ich mir den Baum ansehen. Hier, nimm dies zum Dank. Mehr kann ich dir leider nicht geben. 20 Münzen, ja, kein Ding. Also dann, man sieht sich. Jupp, tschüss. Ist der Auftrag jetzt erledigt? Auftrag ist erledigt. Sauber. Dann hätte ich gerne mal wieder den guten Razor vorne. Vorne, lol. Damit ich mit dem hier ein bisschen schneller rumfuchteln kann. Ach, mit ein bisschen Skill hättest du als Toadie den doch auch ausweichen können. Die können doch nichts. Naja. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Nee, jetzt wollen wir erstmal hier rausgehen. Dann hier lang. Das haben wir schon mal aufgemacht mit Irona. Ich wollte euch nämlich noch eben Sternsplitter zeigen, den ich letztens erst bei Dolch rausgefunden habe. Der war hier am Zocken und hat da ein bisschen rumgezockt. Hier müsste irgendwo noch einer sein, ja. Hier kann man nämlich auch die Platte flippen und dann ist hier drunter noch so einer. Tada, GZ, danke an Dolch. Ah, Flugzeugabsturz, ah. Puh. Was zur Hölle? Lass mich in Ruhe. Autsch. Mann, warum ist das so? Kupio, Hilfe! Powerpanzer. Moment eben. Tropfsirup mitnehmen. Ich vergesse nämlich immer diese Teile zu kaufen. Es kann gut werden, wenn die geschenkt bekommen. Heavy Aim hätte ich eigentlich direkt drauf springen können mit Mario und dann mit Kupio und dem Rest. Ach, scheiß drauf. Wen juckt's? Wütenpunkte haben wir eh noch genug. Ja! Lauf, Kamek greift an. Wenn die mich trifft, wird's echt peinlich. Dim, dim, dim. Hallo, Kamek. Jetzt will ich erst wieder Yoshi ausrüsten hier, sonst dauert das alles zu lange. Dim, 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 dim. So. Wie viele Aufträge haben wir jetzt noch? Ich glaube 3 Stück und davon ist einer. Ich glaube einer davon war noch mit einem Duellkerker verbunden. Also haben wir noch 2 Aufträge, die wir machen müssen. Wenn es denn richtig war.
Ach so, man kann auch sofort. Ja, super. Bronzmut. Ich habe mich mit Mama gestritten. Hilf mir, mich wieder zu versöhnen. Ich warte in der Nähe des Tempels in Bad Glimmerich. Ja, möchte ich gerne übernehmen. Die Frage ist, was möchte Bronzmut denn seiner Mama schenken, damit sie ihn wieder mag? Obwohl Kinder eigentlich generell nichts machen müssen, weil man streitet sich mit seinen Eltern und die mögen einen dann irgendwie trotzdem. Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil man einfach Kind ist. Weiß ich auch nicht. Bronzmut, sei einfach nett zu deiner Mama. Vielleicht solltest du mal ihre Ansichten versuchen zu verstehen. Aber ich glaube, das kann ich von einem Kind nicht erwarten. Sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und so weiter. Kinder sind gemein und egoistisch. Merkt euch das. Auch für eure eigenen später. Ich werde höchstwahrscheinlich bei meinen Kindern später ein Problem kriegen, sie zu verstehen, weil ich mir einfach denke, warum denken die nicht logisch? Das wird einfach ein großer Punkt sein, wo ich einfach denke, Leute, warum könnt ihr nicht einfach logisch oder erwachsen handeln, war halt nie so. Weil jetzt im Nachhinein betrachtet, denkt man natürlich auch, ja, was die Eltern damals gesagt haben, bla bla, mit tu dies, tu das und so weiter, ergibt natürlich jetzt alles Sinn im Nachhinein, wenn man selber erstmal erwachsen ist. Und wer es von euch noch nicht ist, der wird das auch noch rauskriegen. Ja, und deswegen, man sollte öfters auf seine Eltern hören. Da bist du ja endlich, Bomber. Also, ich hatte Streit mit Mama und möchte mich bei ihr entschuldigen. Deshalb wollte ich ihr ein Geschenk mit einem Entschuldigungsbrief geben. Aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich ihr schenken soll. Welches von diesen dreien findest du am besten? Pilzkuchen, Mango oder Furchtiegel? Furchtiegel. Das ist gut, aber ich denke mal, wir sollten den Pilzkuchen nehmen. Wenn du das sagst, ist es bestimmt das Beste. Also würdest du mir so ein Item bringen, damit ich es Mama schenken kann? Hier in Bad Glimmerich gibt es sowas ja sicher nicht. Ja, das stimmt. Der Pilzkuchen wird mit Pilz und Backmischung hergestellt, soweit ich mich recht erinnere. Den werde ich dann auch, obwohl ich mir einen Pilzkuchen... Stellt euch mal vor, einen Kuchen mit Champignons drauf. Das wäre voll ekelhaft, oder? Oder bin ich da der Einzige, der das so sieht? Also ich würde das ultra ekelhaft finden. Aber das sind ja hier andere Pilze. Die Pilze bei denen schmecken ja ultra gut hier. Scheinbar. Da fährt ja jeder drauf ab. Ob jetzt saftig oder trocken. Oder im Kuchen oder nicht im Kuchen. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Bei welchem Thema waren wir eigentlich gerade? Wir sind abgeschweift hier ein bisschen. Ich bemerke Anzeichen von Kupfried in mir. Nero, Nero, Nero. Yoshi, schnell, wir brauchen eine Backmischung. Ich hoffe, dass das so gemacht wird. Wenn das nicht so gemacht wird, habe ich ein Problem. Hallo, Monsieur. Wie hieß du nochmal? Blinky? Wir brauchen ganz dringend eine Backmischung. Ja, die möchte ich haben. Dankeschön, sonst nichts. Tschüss. Frage nebenbei. Habe ich? Nein. Dann müssen wir uns also noch einen Pilz kaufen. Den werden wir ganz gewiss im Laden von Rohling bekommen. Ha, der Typ mit dem Bart ist lustig. Pilz bekommst du in 5er, den kannst du haben. Den habe ich gerade so locker. Yoshi bleibt drinnen, der feiert da Party hart, der springt da rum. Nein, was mache ich denn? Ich muss doch den Kuchen erst herstellen. Hallo, Rackety. Ja, ich möchte, dass du mir etwas kochst, und zwar mit Pilz und Backmischung. Du wirst etwas Fabelhaftes zaubern. Dessen bin ich mir sicher. Pilzkuchen. Yay. Funktioniert tatsächlich. Pilzsorte von Rackety. Stell 10 KP und WP her. Wenn du neue Zutaten brauchst, komm einfach wieder. Ja, wird erledigt. Genau, zurück nach Bronzmut. Der Kollege braucht ja ganz dringend einen Pilzkuchen. Ich stelle mir das dennoch eklig vor. Aber soll mir egal sein. So, wo war der jetzt? In Bad Glimmerich, genau. Das heißt, wir müssen hier lang und hier runter.
Dann müssen wir hier nicht auf Yoshi steigen, sondern R drücken. Mal hier durch. Was? Das war ja glitchfest hier. Mann. Geh runter, du Sack. Los, auf. Dankeschön. Das sind Aufträge, die ich mag. Bronzmut, ich bringe dir einen Kuchen. Hast du den Pilzkuchen für Mama gebracht? Oh, ein Pilzkuchen, danke Bomber. Da lege ich jetzt meinen Brief dazu. So fertig, aber ich traue mich nicht, es ihr zu geben. Sie war so sauer. Kannst du es ihr nicht bringen, bitte? Gerne. Eine Lieferung von Bronzmut an Silvia. Oh, so heißt sie also. Interessant. Silvia. Cool. Interessant. Der Hotelgutschein liegt da immer noch. Ich habe den doch weggeschmissen. Naja, Wayne. Silvia. Hallo. Hallo Bomber, kann ich irgendwas für dich tun? Ja, hier, nimm dieses Geschenk. Das ist von Bronzmut, da ist ein Brief, mal schauen. Meine allerliebste Mama. Entschuldige, dass ich neulich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ab jetzt werde ich immer fleißig sein und ein toller Bob-Omb werden, so wie Papa. Dann werde ich dir die besten Leckereien. Was? Dann werde ich dir die besten Leckereien, eine tolle Villa und jede Menge schicke Hüte schenken. Bitte sei nicht mehr böse mit mir, dein Bronzmut. Entschuldige, Bomber. Ich bin so gerührt. Uiuiui, ich schlief. Ja, ist schon ein kleiner Goldschatz, ne? Oh, Bomber, kümmere dich nicht um meine Tränen. Bitte geh zu Bronzmut und sage ihm, ich bin gar nicht mehr böse. Ich bin nur so streng, weil ich das Beste für seine Zukunft will. Mir war gar nicht bewusst, dass er so sehr gelitten hat. Dafür möchte ich ihn um Verzeihung bitten. Bitte, Bomber, sag ihm, er soll schnell zu mir kommen. Mach ich. Mach ich, mach ich. Ja, ja, strenge Erziehung aufgrund des Erfolgs. An sich keine schlechte Sache, aber wenn das Kind das nicht will, sollte man das auch nicht wollen. Also, naja. Wie war's, Bomber? Hat sie sich gefreut? Ja, gefreut ist gar kein Ausdruck. Sie war gar nicht mehr sauer? Oh, da bin ich aber froh. Ich bin dir so dankbar, du bist fast so toll wie mein Papa. Zum Dank gebe ich dir meinen gesamten Besitz. Dies sind alle Münzen, die ich habe. Läuft. Mein Auftrag ist erledigt. 3 Münzen. Gut, da brauchen wir jetzt nicht von Verlust reden. Er kriegt wahrscheinlich nur ein bisschen Taschengeld. Da will man mal nachsichtig sein. So. Dann wollen wir wieder raus hier. Haha, es ging ins Tor gefahren. Du bist ein Idiot. Hupsala, warst du schnell bei mir. Nein, nein, nein. So war es doch gar nicht geplant. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Jetzt bin ich gerade nur überlegen, ob der letzte jetzt wirklich schon der letzte, den wir jetzt noch machen wollen, ob das eigentlich schon dieser Duellkerker-Dings wieder war. Oder ob wir nach dem einen, wenn wir den fertig haben, ein weiterer kommt. Das weiß ich jetzt auch gar nicht so genau. Naja, da lasse ich mir später was einfallen. Also wenn wir in den Duellkerker müssen, ab dann werde ich hier erstmal eine Sessionpause wieder einlegen. Und dann kann ich euch ganz, ganz hart versprechen, sieht man sich spätestens morgen wieder. Oder übermorgen, je nachdem, wie lange dieser Party jetzt gerade geht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist das erste Mal, wo ich den Überblick über meine Sessions verliere. Weil das sind ja jetzt 2 so gesehen am Stück gewesen, die ich gemacht habe. Das waren ja nur 3 Seiten, so viel ist das gar nicht. Ja gut, aber wenn man das mal überlegt, was man alles machen muss. Du musst in den 50. Duellkerker gehen. Ich hoffe also, du bist ein recht kräftiger Kerl. Komm noch nach Großfrostheim zur großen Kanone. Dort erkläre ich dir alles Weitere. Du möchtest den Auftrag von Bomboff übernehmen? Nope. Möchte ich nicht. Ich möchte von Teddybär. Hilf meinem Papa. Ich warte in den Katakomben am Eingang zum Duellkerker. So, den möchten wir übernehmen. So, den anderen können wir später immer noch machen. Dann gehen wir erst nach Großfrostheim und dann gehen wir wieder in den Duellkerker. So, so. Und ich glaube, wir werden auch da warten. Ich weiß nicht, kann man beim Duellkerker speichern? Ich weiß nicht, ob da ein Speicherblock war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich mich ganz schnell ins Tauthaus verziehen.
und da mal eben eine Runde pennen, weil wir haben nämlich nicht mehr allzu viele Blütenpunkte und ich möchte nicht halb angeschwächt da reingehen. Ich meine, es ist zwar eh nur bis Stufe 20 das erste Mal, aber Wayne. Halt mal, ich muss erst mit der Tante hier reden. Willkommen im Torthaus, für 5 Münzen kannst du dich wieder heile machen. Sauber. Dein Dach tropft, Madame. Du solltest einfach mal einen Dachdecker holen. Seit Anfang des Spiels ist das Dach am Tropfen. Ist der Eimer nicht mehr langsam voll? Und, gut geschlafen? Dann gute Reise und komm immer wieder gern vorbei. Ja, tschüss. Tschüss. Ich bin dann mal weg. Ciao. So, wir sollten eigentlich noch Items mitnehmen, aber das wird fürs Erste nicht nötig sein. Ich will überlegen, ob ich nicht sogar bis Ebene 30 gehe am Anfang. Irgendwo gibt es doch noch irgendwas. Keine Ahnung. Das ist mir auch gerade vollkommen egal. Vollkommen egal. So, hier müssen wir rein. Da ist ein Speicherblock, aber auch nichts zum Healen. Also ganz praktisch, dass wir uns jetzt gerade noch geheilt haben. Ne, halt, wo war denn das hier? Ah, hier war es nicht. Aha, ist ein Idiot. So, hier war es dann. Ich wusste doch, irgendwo war es. Ja, super. Dann quatschen wir erst mit dir. Du hast den Auftrag übernommen? Es wird etwas gefährlich. Mein Papa ist in die Duellkerker gegangen und bis heute nicht zurückgekehrt. Er hat seinen Job verloren und dachte, er müsse nun dort nach Juwelen suchen. Aber ich will lieber meinen Papa wieder als Juwelen. Bitte hilf mir. Mach ich. Mach ich, mach ich. Aber das machen wir jetzt nicht. Weil jetzt machen wir erstmal hier eine Ende. Damit ihr das wisst. Eine Ende gibt's immer. So. Und zwar genau hier. Beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall in den oder die Duellkerker voranschreiten wagen. Wir gehen auf jeden Fall da rein, scheißegal. Wir retten von dem Tod den Vater. Und dann gehen wir hinterher nochmal nach Großfrostheim, regeln da noch was. Und dann müssen wir noch in Ebene 50 das Graffiti entfernen oder was auch immer da sein muss. Da war ja eine Schmiererei. Ja, das steht uns bei den nächsten Malen bevor. Ich bin endlich froh, dass wir diese komischen Kackaufträge fertig haben. Und würde sagen, verabschiede mich erstmal hier von euch. Danke fürs Zuschauen, wenn überhaupt noch irgendwer da war. Ab morgen wird's interessanter für euch. Bis dahin, Leute, macht's gut und tschüss.